subscribe. Ich habe dich gewarnt, Lotte. Ich wünsche mir, dass Lotte sich in einen Frosch verwandelt. Nein, bitte nicht! Oh mein Gott, es hat ja wirklich funktioniert. Quark. Anja, bitte, verwandle mich zurück. Quark. Oh wow, ein Frosch, der reden kann. Weißt du, Lotte, du solltest lieber verschwinden. Leute treten gerne auf Frösche. Was? Nein, Quark. Niemand kommt mir und meiner Spange in die Quere. Quark. Es gibt nur eine Person, Quark, die mir helfen kann. Quark, Quark. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Quark. Wer ist es denn nur? Hallo? Wer? Ein Frosch? Hat ein Frosch etwa bei uns geläutet? Quark. Ich bin nicht nur ein Frosch. Ich bin's, Lotti. Quark. Oh mein Gott, dieser Frosch, er kann sprechen. Quark. Hör mir doch zu. Ich bin es, Lotti. Quark. Warte, du bist Lotti? Lotti aus unserer Schule? Was ist denn passiert? Quark. Wir, Anja und ich, haben deine magische Spange gestohlen. Quark. Anja? Anja hat meine magische Spange? Und sie hat mich verwandelt. Anja hat meine Spange? Und du hast ihr geholfen, sie mir zu stehlen? Quark. Barbie, du musst die Spange nie wieder zurücknehmen und mich zurückverwandeln. Bitte, Quark. Jetzt verstehe ich. Alles, was mir Schlechtes passiert ist, hat sich Anja gewünscht. Ken. Quark. Ja, ich habe gehört, wie sie gewünscht hat, dass er dich vergessen soll, Quark. Okay, Anja, ich helfe dir, aber du musst mir auch helfen. Erzähl mir alles. Am nächsten Tag in der Schule. Oh, ich hasse es einfach, in die Schule zu kommen, jeden Tag. Wow, Anja, du hast dich ja ganz schön verändert. Dein Outfit schaut ja richtig nice aus, Anja. Oh, vielen Dank. Ja, das ist Chanel, ihr wisst ja. Das ist so teuer, das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht leisten. Ach so, ja, wir kennen das. Das hatte ja Barbie auch an. Ja, stimmt. Und du hast dir ihre Frisur und sogar die Spange nachgemacht. Was redet ihr? Ich habe Barbie gar nichts nachgemacht. Ich bin viel besser. Na warte, diese zwei Ratten, das sollen sie mir büßen. Ich wünsche mir, dass ein Vogel auf ihren Kopf kackt. Ein Vogel hat auf den Kopf gekackt. Das ist so eklig, Amira. Sarah, es hat unser Vogel auf den Kopf gekackt. Schnell weg. Geht Haare waschen, ihr zwei Stinker. Wo ist Anja nur? Wir müssen sie finden. Oh, wenn ich Anja nur in die Finger kriegen würde. Boah, ich bin so wütend. Aber wir haben noch keinen Plan. Wie sollen wir zu der Spange kommen? Ach, das entscheide ich einfach spontan. Hey Leute, habt ihr Anja gesehen? Nanu, Barbie, wie schaust du denn aus? Was? Ihr erkennt mich? Ihr wisst, wer ich bin? Na klar, Barbie. Wir waren mit dir befreundet, bevor du berühmt wurdest. Schon vergessen? Aber was ist passiert? Wieso schaust du so aus? Das ist eine lange Geschichte. Habt ihr zufällig Anja gesehen? Ja, das haben wir. Sie ist draußen, vor der Schule. Ja, es hat uns einfach draußen zwei Vögel auf den Kopf gekackt. Deswegen sind wir jetzt drinnen. Warte, euch beiden gleichzeitig? Anja hat sich schon wieder etwas Gemeines gewünscht. Was? Wie meinst du das, Anja hat sich was gewünscht? Barbie, erklär uns bitte, was los ist. Es passiert so viel merkwürdiges Zeug in letzter Zeit. Naja, was soll's. Anja hat eine magische Spange von mir gestohlen, die Wünsche erfüllen kann. Ich habe eigentlich nur Gutes damit gemacht, aber Anja macht nur Unfug. Quark. Und sie hat mich verwandelt. Ich bin es, Lotti. Quark. Um Himmels Willen, der Frosch kann sprechen. Was hat er gesagt? Es ist Lotti? Ja, Anja und Lotti haben sich gestritten und Anja hat Lotti einfach in einen Frosch verwandelt. Quark. Ja, ich bin es wirklich, Lotti. Wir brauchen eure Hilfe. Bitte, wir müssen Anja das Handwerk legen. Quark. Oh Mann, Lotti. Ich dachte, Anja ist deine beste Freundin. Quark. Ja, das dachte ich auch. Quark. Und Anja war so neidisch auf mich. Sie hat mir einfach alles weggenommen. Und wir müssen ihr das Handwerk legen. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Helft ihr uns? Anja hat sich also gewünscht, dass der Vogel uns auf unseren Kopf kackt. Na warte. Na klar helfen wir euch. Warte mal, damals mit dem Test? Da hast du mir geholfen. Ja, ich habe mir damals gewünscht, dass du die richtigen Antworten geschrieben hast. Und als ich meine Hausaufgaben verloren habe. Genau, da habe ich mir gewünscht, dass du deine Hausaufgaben wiederfindest. Oh, Barbie, du bist einfach die Netteste. Wir werden dir helfen, 100%. Oh, vielen Dank, Leute. Quark. Zusammen werden wir das schaffen. Quark. Ich habe auch schon eine Idee, was wir machen können, um Anja das Handwerk zu legen. Anja wird ihr blaues Wunder erleben. Das wird sicher so lustig. Sie wird nicht wissen, wo oben und unten ist. Dupti-dupti-du. Oh, wow, Anja, du schaust ja gut aus. Oh, danke. Du bist nicht die Einzige, die findet, dass ich gut ausschaue. Aber trotzdem danke. Ja, deine Haare sind so schön und das Kleid und dein Make-up. Wow, ich liebe es. Oh, ich liebe es, wie du mir Komplimente machst. Komm mehr. Komm schon, Sarah, fang mich. Oh, entschuldige. Oh, sorry. Oh, kannst du nicht aufpassen zu trampeln? Du hättest fast mein Kleid schmutzig gemacht. Oh, sorry. Anja, ich habe ja deine Spange in der Hand.
Gib mir sofort meine Spange wieder. Was fällt dir ein? Komm schon, schieß zu mir die Spange. Ich warne dich. Hier, fang. Komm schon, Anja, komm schon. Oh, na warte. Ups. Wenn ich die Spange wieder hab, werdet ihr bestraft. Ach. Ich hab sie. Okay, hier für dich. Gib mir meine Spange. Hier für dich. Oh, sorry, war das deine Spange? Gib mir sofort meine Spange wieder. Deine Spange? Ich hör wohl nicht recht. Das ist meine Spange. Sie gehört mir. Was ist das für ein Geschrei hier am Gang? Oh, Ken, du... Ken, dieses böse Mädchen hat mir meine Spange gestohlen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber was fällt dir ein, einfach ihre Spange zu stehlen? Nein, diese Spange gehört mir. Ken, sie lügt. Du weißt doch, das ist meine Spange. Nanu, da ist ja ein Frosch. Quack. Ken, die Spange gehört wirklich Barbie. Um Himmels Willen, der Frosch kann ja sprechen. Das ist kein echter Frosch, das ist aus Plastik. Ken, Anja lügt, die Spange gehört Barbie und sie kann zaubern. Ja, Ken, Anja hat gewünscht, dass du mich vergisst, obwohl wir Freunde waren seit unserer Kindheit. Bitte, Ken, du musst mir glauben. Und wenn du Beweise willst, setz die Spange auf und wünsch einfach, dass alle Wünsche von Anja rückgängig werden. Was? Nein, Ken, mach das nicht. Ich meine, wenn es nicht stimmt, habe ich nichts zu verlieren. Ich wünsche mir, dass alle Wünsche von Anja rückgängig gemacht werden. Nein! Ich kann mich wieder erinnern. Barbie, die Spange. Du hast mir davon erzählt. Ich habe alles vergessen. Aber jetzt erinnerst du dich wieder. Oder, Ken? Ja, die magische Spange, sie gehört wirklich dir. Und du, Anja, was fällt dir ein, einfach Leute zu verzaubern? Ich möchte nie wieder mehr was mit dir zu tun haben. Oh, eine Sache noch. Ich wünsche mir, dass Lotte sich zurück in einen Menschen verwandelt. Ich bin wieder ein Mensch. Danke, Barbie. Schön, dass du wieder ein Mensch bist, Lotti. Wie kannst du sowas nur deiner besten Freundin antun? Mir ist egal, was ihr alle denkt. Ich möchte meine Spange wieder haben. Vielleicht sollte Barbie wünschen, dass du ein Frosch wirst. Was? Nein, bitte nicht. Ich höre schon auf. Hey, wir haben es geschafft, Leute. Vielen Dank, Freunde. Wir haben es geschafft. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Ach, überhaupt kein Thema. Dafür hat man ja Freunde. Ja, danke, Leute. Ich bin nur froh, dass Anja keinen Unfug mehr anstellen kann. Genau, und die Spange gehört wieder Barbie. Kinder, bitte setzt euch hin und seid leise. Anja, komm sofort nach vorne. Ich habe leider eine sehr schlechte Neuigkeit für dich. Bitte, Anja. Oh, was will diese alte Lehrerin von mir? Ja, was gibt es? Du hast bei all deinen Tests eine 5 geschrieben. Es tut mir leid, du musst die Klasse wiederholen. Was? Ich bleibe sitzen? Nein. Ich habe dich gewarnt. Du lernst einfach nicht. Und alle deine Tests haben eine 5. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass du lauter Einser hattest, aber das habe ich mir wohl nur eingebildet. Aber ich habe mir doch alle meine Noten auf eine 1 gewünscht. Die Wünsche sind ja rückgängig gegangen. Man kann sich doch nicht gute Noten wünschen, die muss man sich erarbeiten. Mit Lernen. Oh, Anja, da hätte sie wohl lernen sollen. Genau, sie hätte sich nicht auf die Spange verlassen sollen. Das sind die Konsequenzen dafür und die muss sie jetzt tragen. Ach, ist mir doch egal, was ihr alle sagt. Ich brauche euch nicht. Ich verlasse die Schule. Naja, dann sind wir wenigstens ein Problem los. Oh Mann, Anja. Anja, das kannst du doch nicht tun. Liebe Kinder, bleibt sitzen. Anja! Du, Barbie, ich habe mich eigentlich noch nie dafür entschuldigt, was wir dir alles angetan haben. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Hey, Lotti, mach dir keinen Kopf. Vergeben und vergessen. Wirklich. Du bist einfach der netteste Mensch der Welt. Danke. Na, wer hätte gedacht, dass Lotti und Barbie noch Freunde werden? Und ich habe das Gefühl, dass wir Freunde fürs Leben werden. Das war echt ein schönes Date. Danke, Ken. Du bist einfach der Süßeste der Welt. Ach, Barbie, für meine Freundin mache ich doch alles. Ich liebe Zuckerwatte. Und ich liebe Schokobanane. Oh, ich liebe Schokobanane. Barbie, du musst unbedingt meine Schokobanane probieren. Oh, ist die lecker. Hey, ich habe gesagt, probier, nicht essen. Reg dich nicht auf. Schau, du bekommst dafür meine Zuckerwatte. Okay, ja, die ist auch sehr gut. Na, bist du mir noch böse? Es tut mir leid. Ach, Barbie, dir bin ich doch niemals böse. Meine Freundin. Und du bist mein Freund, Ken. Oh, ich hab dich so, so lieb, Ken. Ich liebe dich. Komm, gehen wir nach Hause.
Bitte, ich will auch eine Schokobanane. Ew, ein obdachloses Mädchen, verschwinde von hier. Kauf dir doch selber deine Schokobanane. Ich esse meine alleine. Ich hab so Hunger, ich hab nichts gegessen. Kriege ich eine Banane, bitte? Ew, verschwinde, du verscheuchst mir noch die Kundschaft. Los, Mädchen, verschwinde. Oh, das ist doch das arme Mädchen vom Supermarkt. Hallo, Kleine. Habt ihr vielleicht 1 Euro, damit ich mir ein Brot kaufen kann? Hast du denn gar nichts zum Essen gehabt? Ich glaube, das arme Mädchen und ihre Familie ist obdachlos. Oh, ich habe eine bessere Idee als nur 1 Euro. Hier, das schenke ich dir. Das ist eine ganz besondere Spange. Was? Du schenkst mir deine schöne Spange? Barbie, bist du dir sicher? Na klar, ich habe doch alles, was ich brauche. Eine Karriere, einen Jungen, den ich liebe, eine gesunde Mama, ein schönes Haus. Ich brauche diese Spange nicht mehr. Oh, Barbie, dein Herz ist so groß. Hier, Kleine, nimm du die Spange. Und pass auf, diese Spange ist eine besondere Spange. Sie kann nämlich Wünsche erfüllen, wenn du ein gutes Herz zeigst. Wow, das ist... Danke dir, danke schön. Also, geh nach Hause, Kleine. Eine magische Spange, vielen Dank. Ihr seid einfach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, ich muss jetzt nach Hause. Das wird Mama und Papa mir nie glauben. Danke, danke, danke. Tschüss. Und genau deswegen liebe ich dich, Barbie. Oh, danke, Ken. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Das werden sie mir alle büßen. Ich bekomme schon meine Rache. Sie denken, das ist vorbei. Haben sie falsch gedacht. Niemand macht sich über mich lustig. Oma, Opa. Na, was ist denn, mein Schnucki-Bärli? Die in der Schule waren so gemein und sie haben meine magische Spange. Was? Du hast sie dir abnehmen lassen? Nein, sie haben es mir weggenommen. Die blöde Barbie hat ihre Spange wieder. Keine Sorge, Anja. Wir haben unsere eigene Spange schon fast fertig. Du musst nicht mehr lange warten. Dann bekommst du deine Rache, Anja. Wirklich nicht mehr lange. Wirklich? Sag dir das auch nicht nur so? Komm, wir zeigen dir, wie weit wir sind. Und dann werde ich mich bei jedem rächen. Vor allem bei Barbie. Komm schon, wir zeigen dir, wie weit wir sind. Hier ist er. Ein magischer Haarreifen? Wir haben ihn so verändert, dass jeder, der ihn aufsetzt, böse wird und nur Böses im Sinn hat. Das musst du deiner Freundin nur unterjubeln. Und dann habe ich meine Rache. Oma, Opa, ihr seid einfach die Besten. Meine Rache. Ihr dachtet doch wohl nicht, dass die Story so schnell zu Ende geht. Das ist natürlich nicht die letzte Episode. Falls es euch gefallen hat und ihr mehr Episoden sehen wollt, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt bedanke ich mich noch bei netten Zuschauern, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel die liebe Emma, Cherry Kim, Christian Pichler. Vielen Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, schreibt einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied. Und mit etwas Glück kommt ihr ins nächste Video. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.